Jawohl, liebe Leute, weiter geht's mit Grid und den Track Day Series Specials. So, wir haben aus Auswahl den Ferrari und den Ford GT und ich nehme mir den Ferrari. Da haben wir den Ford GT eben im letzten Mal gefahren. Heute sehen wir uns dann an Sejong Circuit, Full Circuit, so heißt die Strecke. Ja, gucken wir mal. Vier Runden sind es auf jeden Fall, 3,2 Kilometer lang ist diese Strecke und da schauen wir mal, ob wir es heute reißen können. Hier sind wir nun mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Ich denke, dass die Fahrer einen weiten Weg hinter sich haben und ich meine nicht die... So, auf geht's auf jeden Fall. Wir wollen auf jeden Fall das große Finale nochmal sehen. Es geht nämlich das Weltrissen. Ich habe Anweisungen gegeben, um meine Position zu kämpfen. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. So, ich quetsche mich da mal ein bisschen mit rein, neben euch. So, vierter sind wir mittlerweile, ein bisschen habe ich mich jetzt da durchgedrückt. Na ja, klar, du willst natürlich einiges sehen, aber jetzt hast du mir die Lücke ein bisschen da aufgelassen. So, den letzten hole ich mir auch noch. Hier in Sejong sind. Wollen wir natürlich triumphieren. Hier den Grundstein legen für diesen Seriensieg. Aber mal gucken. Heute rocken wir das Ding mit dem Ferrari, morgen rocken wir das Ding immer mit dem Ford. Dann sind wir mit, mit dem Historic-Teil durch. Und dann geht es irgendwann zurück ins Finale. Sind wir 5-6 Rennen, glaube ich. Naja, wir haben das auch. Wir kriegen schon irgendwie hin. Aber heute kommt natürlich gezogen, dann weiß ich nicht. Ich weiß aber natürlich mein Bestes. So. Jetzt kann ich Strafe reinholen. So. Okay, angreifen. Ich gebe es weiter. Guter Start. Bleib an der Spitze. Okay, es wird angegriffen. Ich werde hier durch die SS durchfliegen. Runde 3, vorletzte Runde. Das war die Hälfte des Rennens. Also heute mal 4 Rennen. Lustig, ich will mich so abkürzen. Verstanden. Jede Anweisung zum Angreifen. Du hast keine überflüssige Strafe hier einkassieren. Mehr. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Schade. So.
Okay, angreifen. Ich versuch's weiterzugehen. So, hier nach der Kurve geht's in Richtung. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Statt Ziel, dann sind wir in der letzten Runde. Bleib in Führung. Letzte Runde. Schön nochmal an dieses Kurvengeschlängel durch. Und dann geht's jetzt gleich in Richtung Ende. Und dann sind wir nämlich durch mit dem ersten Lauf heute. Von 4. So, heute wieder eine etwas längere Folge als gestern, das ist schon mal klar, aber das erste Rennen geht schon ungefähr so lange, wie das, was ich gestern euch gezeigt haben, zeigen konnte. Yes! Sehr gut. So, Lauf Nummer 2 jetzt gleich. Mal gucken, wo wir jetzt gleich zu Gast sind. Ich habe mir nämlich auch nicht die Streckenvorläufe angeguckt, tatsächlich, weil ich lasse mich ein bisschen überraschen. Shanghai. Der Tunnelmann mit 4 Runden auf 5,39 Kilometer. Naja, herzlichen Glückwunsch. Dann haben wir doch noch ein bisschen was zu tun heute. Der Tunnelmann ist immer ein bisschen gefährlich. Gerade unten im Tunnel drin, mit dieses rechts, links, rechts, links. Wenn er da viel zu schnell bist, dann klatscht er da schön in die Wand rein. Ich habe auf dieser Strecke schon einiges erlebt. Und vor allem ja noch 4 Runden, also die Strecke wird nicht ganz kurz werden. So, hallo, den Auftrag machen wir auf jeden Fall heute. Ich höre schon eine Menge Jubel. Wie wäre es mit einem Biss? Entschuldige, es ist gleich soweit. Sorry, dass ich das immer ein bisschen skippe, aber scheinbar. Ich will das halt irgendwann noch wissen. So, auf jeden Fall, statt noch ein 6 kommt. Verstanden, angreifen. Ich geb's weiter. So, jetzt geht's hier über die schöne Brücke. Okay, angreifen bestätigt. Wichtig ist, dass du vor dem Tunnel. Oder ich will vor dem Tunnel vorne sein. Aber wenn ich jetzt auf dem Feld mitten drin bin, ist das für mich ein bisschen schwieriger. Das meine ich halt. Ja, damit ist es klar. Oh, schön, dass sie heute alle vorbeifahren, weil ich an dem Typ nicht vorbeigekommen bin. Okay, ja, schön, da wird dass jemand nicht glücklich sein. Du siehst, dass ich da vorangreife, mir vorbei will und siehst mir so in der Ecke. Das ist schön von mir. Ich habe zumindest das geschafft, was ich wollte. Ich habe zumindest den ersten Platz vor dem unten Tunnel. Dieser Tunnel hier meine ich. Der ist nicht ganz ohne. Definitiv. Bei dem über 300 km/h nehmen. Über 300 km/h nehmen. Das ist ein bisschen schwierig. Ah, ich kenne die Stelle hier. Das war nämlich das, wo wir den Fox Racing Showdown hatten. Diese Strecke. Das war, glaube ich, 6 Runden auf der Strecke. Und das Wichtigste ist, dass wir auf jeden Fall als Führender in die zweite Runde gehen. Wieder mal. Und das tun wir auch. Erster Lauf läuft. 1 Minute 41 vor die Bestzeit. Aber das geht auch noch besser. Aber das ist halt das Problem, wenn du hinter einem klebst und der dich dann in der Kurve noch mitbringt. Ja, also wir führen uns auch hin, das ist das Wichtigste. Ich
kann jetzt ein bisschen mich wegsetzen, absetzen. Ich habe Anweisungen gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Ja, komm, Piero, gib mir mal ein bisschen Gummi. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Aber nicht ein Tunnel durch den Weg zu zwei, Autos nehmen, dann ist der scheiße gefährlich, weil du dann so gerne mal da oben in Steuerung gerät. Und dann kannst du mit den Geschwindigkeiten kriegst du das Auto nicht mehr gehalten. So, ein Neunter ist er momentan. Okay, angreifen. Ich geb's weiter. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Schade. Du hast die Hälfte des Rennens hinter dir. Uiuiui, das meine ich halt. Ich will kurz vom Tunnel nochmal einen Quersteher drin, ja, und dann gibt's unweigerlich in die nächste Bahn, ne? Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Warte. Ich muss mich gerade auch ein bisschen konzentrieren, ja. Aber den Geschwindigkeiten und will, wenn es mir durchgeht. Oh, schön, hat jetzt hier um die Kurve rum. Kein Anschlag, jawohl. Dann geht's hier durch den Tunnel durch. Und dann haben wir das bald auch schon, das Rennen. Das ist übrigens schon der zweite Lauf von vier, den ihr heute seht. Zu Kollision mit dem Rand, da habe ich ein bisschen eng angefahren. Okay, angreifen. Ich versuche es weiterzugehen. Mach bitte. Okay, es wird angegriffen. So, dann gehen wir jetzt gleich in die letzte Runde. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. Da kommen wir ein bisschen sauberer durch die Kurven durch. Weil doch hier ist ein kleiner Crash hier wieder drin. Aber der ist nicht so dramatisch wie der in der letzten Runde. Ja, der Ferrari liegt gut. Gefällt mir natürlich nicht. Schön durchgezogen hier, der Glück. So, und jetzt geht's in den Tunnel. Zum letzten Mal fahrt jetzt in diesen Tunnel rein. Aber ich dachte, das wird weiß ich nicht. Weiß nicht, wie die Strecken, nächsten Strecken sind. Morgen werden wir noch einen Vierer und dann gibt es beide schon ins Finale. Ich glaube, das könnte sogar fast passen mit dem Ende. Mit der Woche, dass wir sogar in der nächsten Woche schon auf dem neue Projekt anfangen können. Also das neue Let's Play anfangen können. Dann gibt es nicht weiter mit der Sette Corsa wahrscheinlich. Muss mal gucken. Wenn das Ding nur rein online ist, was ich natürlich nicht hoffe, ich hoffe, dass wir da eine Karriere drin haben. Aber ich glaube, es gibt eine Karriere da drin. Und dann haben wir ein bisschen mehr Aufgaben, ein bisschen was zu tun, ansonsten müssen wir mal gucken. So, aber wie gesagt, wir können uns jetzt noch das Finale von Grid und diesen zweiten Lauf. Dann haben wir nämlich souverän nach Hause gefahren. Das heißt, wir haben noch zwei Läufe heute. So, nächster Lauf, also 6er ist er geworden sogar noch am Ende, hat er noch ein bisschen was aufgeholt. Passt auf jeden Fall für mich. Also klar, es hätte natürlich besser sein können, aber nach dem dritten Platz ist er dann am Ende, glaube ich, ziemlich souverän da mit dabei vorne. Also mal gucken, was am Ende rauskommt. Ob ich mit dabei auf dem Podium habe. Aber jetzt erstmal
Der nächste Lauf, der jetzt gleich anstehen wird. Und zwar Suzuka. East Coast Course. 6 Runden. Den West Coast haben wir schon abgearbeitet. Das heißt Course, also Strecke. Die westliche Strecke, aber nicht Coast. Auch wenn man es manchmal bei mir ein bisschen versteht. Also mein Englisch ist nicht immer gut. Vor allem, wenn ich dann aufnehme nebenbei. Na gut, okay, gehen wir rein in den dritten Lauf. Was für eine Stimmung hier in Suzuka. Voller Vorfreude auf das heutige Grid. Ah, tut mir leid. Und dann noch Regen. Und von 15 starten wir ein Rennen. Der Teamkollege stand auf 4. Verstanden, angreifen. Ich gebe es weiter. Verschwinde. Ach, okay, angreifen bestätigt. Also da ist es übertrieben. Ach komm schon, Leute. Wollt ihr echt, dass ich dann in der 20. Folge das Ding hier komplett verloren? Also klar. Können wir hier hin. Ja, so eine leichte Berührung mit dem Auto da vorne. Das wenn wir dann noch irgendwie doch noch vorher einer durchwischt. Verschwinde von mir hinter mir. Gutes Tempo. Mach in Runde 2 ein paar Plätze. Das gut. Ist geil, wenn er dann. Du willst dich da ran und kämpfst reinbremsen in die erste Kurve und jetzt zieht einer so vor die Nase und sagt dann, nö, ich bleib dabei. Ein bisschen von der Brücke kommt. So, jetzt haben wir die zwei Jungs davor. Ich habe Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Geil, waren gerade wahrscheinlich sie vom Namen der Ginevra, das klingt sehr weiblich. Aber das soll mir auch egal sein. Wir sind zumindest mal schon mal auf 3. Ich komme schon manchmal mit reinzuziehen. Gerade weil auch mein Teamkollege da mit dabei ist. Die ich da unbedingt nach vorne haben. Die ich unbedingt noch haben will. Dritte Runde. Zwei Wagen trennen dich noch vom ersten. Sorry. Nein, nein, hau doch ab, ey. Ach, leck mich doch am Arsch, Alter. Das hasse ich wie die Pest, ey. Du rutscht doch weg und dir drückt doch noch einer nach mit dem Motto, warte mal, dich hält die schon mal. Ne, der lässt mich echt nicht mehr, lässt mich nicht mehr rein. Der blockiert hier die Ecke. Wir hängen auf 12 im Bande. Ich will wieder nach vorne, das ist doch, ich will zumindest weit nach vorne ran. Momentan führt der Teamkollege. Unser anderer Wagen ist auf dem ersten. Ja, ja, das ist mir klar. Runde 4. Okay, du hast gerade die Hälfte des Rennens absolviert. Mann, dieses ewige Rüberziehen, das geht mir so auf den Sack, ey. Weißt du, kurz vor der Kurve muss man noch unbedingt rüberziehen. Dann bringe ich bring dich doch ins Rutschen. Das ist nicht das erste Mal. Ich habe auch keine Möglichkeit, keine Lücke sich da gerade momentan, dass ich da jetzt mal vorbeigehen kann. Jetzt habe ich vielleicht eine Möglichkeit. Jetzt ist er da. Jetzt ist mal eine Lücke da gewesen. Und jetzt sage ich meinem Kollegen, der da vorne noch liegt, weil ich will auf diesen Lauf hier nach Hause fahren. Mehr als Platz 1 geht nicht. Ja, ist mir egal. Komm. Fünfte Runde folgt. Noch 2 Runden. Gut, jetzt fange ich, spiel ich fange mit dem Kollegen. Aber ich bin ja schon dran. Ja, mein Teamkollege. Ich will, dass das Auto nahm und dieses Ding in Auge ziehen. Und dann haben wir noch einen Lauf.
morgen. Gleich noch, oder? Da kommt in den entscheidenden Momenten immer weg. Letzte Runde. Das ist die letzte Runde. Mach Druck. Oder lässt. Doch. Scheiße, deine nein. Teamkollegen rammen bringt uns nicht weiter. Das war keine Absicht, sorry, das war wirklich keine Absicht. Das war echt keine Absicht, sorry, Kollege. Ja, der will's wissen. Ich habe ihn jetzt doch ziehen lassen, weil ich mich da echt ein bisschen assi vorbeigedrückt habe. Ja, diesmal, und er hat's auch souverän nach Hause gefahren. Also der hat's auch wichtig nach Hause gefahren, das ist das Wichtigste. Er hat's verdient nach Hause gefahren. So rum, er war lange weit vorne. Ich habe mich da ein bisschen assi reingedrückt und dann lasse ich ihm auch den Sieg gerne. So. Gut, aber den Lauf jetzt so ein bisschen von dem versetzt, verkackt, so kommen wir mehr oder weniger. Ich meine, wir sind Zweiter geworden, das ist alles okay. Und vielleicht ist es gar nicht schlecht fürs Team. So, wir haben noch ein Rennen, Level 39. Und dann sehen wir uns in Barcelona mit 2,4 Kilometer nach wie Stunde auf 1, der Teamkollege auf 3. Also ich glaube, wir könnten tatsächlich die Möglichkeit haben, dass die genauso von 5 Runden stehen und uns in Barcelona an. Ach, super, herzlich willkommen. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Das wird wohl noch einen harten Kampf geben. Es war bis jetzt ein tolles Rennen und so wie die Punkte verteilt sind, gibt es ein paar potenzielle Sieger. Aber wer wird es sein? Ich bin echt gespannt. Nicht mehr lange und wir werden wissen, wie es ausgeht. Also bleiben Sie dran. So. Der Lauf. Der letzte Lauf. 5 Runden nochmal. Die Strecke ist ja nicht lang. Ich wollte, dass wir das hier schon mal vorne sehen, dass wir uns jetzt nicht hier durchdrücken müssen. Okay, angreifen. Ich gebe es weiter. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Hey, weil dahinter hat mir ziemlich angepisst und wir gehen mir gerade. Ja. Wo wir gerade ein bisschen sehr nah. Jetzt haben sie sich irgendwo reingehen. Jetzt bin ich diesen Weg gekommen. So, wir haben die erste Runde durch. Guter Start. Bleib an der Spitze. Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Oder mal ein, zwei Autos. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Ja, ein bisschen an der Wand reingekommen. Aber nicht tragisch. Da, bloß nicht so weit raus, das hat's genau abgepasst, leider. Jetzt habe ich mich ein bisschen aufgehend. Okay, angreifen. Ich versuch's weiterzugeben. Noch 3 Runden. Okay, angreifen bestätigt. So. Wir haben noch 3 Ründchen, oder haben wir die Hälfte klar, können wir nicht kriegen. Das sind gerade Zeit. Aber versuche ich natürlich hier das Ding nach Hause zu fahren. Und dann sind wir bald durch.
das ist der letzte Lauf für heute. Dann haben wir morgen noch 4 und dann müssen wir eigentlich schon fast durch sein. Ne, aber dann haben wir noch einen und dann haben wir noch... Ja, sind noch 2 zum Förderlauf, also... Ein bisschen hat er noch zu sehen. Ein bisschen hat er mich noch in der Backe hier gedreht. So. Der Lauf passt. Jetzt sind es noch 2 Runden. 2 Rundchen noch, ja. Jetzt haben wir noch 2 Runden. Ein Auto kriegst du da. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Ja, du hängst aber schon dran an dem Kollegen. Ja, wir gehen in unsere letzte Runde jetzt. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Hab ich vor. Mir gerade egal. Geht es mir gerade absolut egal. Wir fahren hier das Ding aber in Barcelona nach Hause fahren. Ich werde die Runde mit dem Sonnig gehen, das ist klar. Ich habe Anweisungen gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Ich möchte gerne. Okay, es wird angegriffen. Kollegen auf dem zweiten Platz haben. Hier. So, wir haben unser Rennen schon mal gewonnen und ich hoffe, dass das gereicht hat für den Kollegen, für den Teamkollegen, dass er sagt, ich gehe auf 2 vor, hat er nicht ganz hingekriegt. Schade. Ja, da waren wahrscheinlich 2 Kurven mit dabei, wo er nicht vorbeikam. Na gut, dann haben wir's. Also zumindest mit dem für heute, den Lauf. So, noch nicht mal Level 40, gewinne das Event, oder den Event, ja, wie auch immer. Sehr kuriose. Aber wir haben es tatsächlich, glaube ich, auch hingekriegt. Da ist er nämlich, glaube ich, schon mit dabei. Ja. 3, 2, wunderbar, und 1, und damit haben wir einen Doppelsieg rausgeholt. So kann man auch weitermachen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit 4 Rennen. Und dann geht's mit dem letzten historischen Teil dabei, und wir fangen an mit Paris. Naja, das sehen wir uns dann morgen um 14 Uhr. Oder? Ja, doch, passt. Genau, bis dann. Tschüss.